Nee, aber ich arbeite wirklich aktuell an was? Weil, lass mich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja. Oh Gott, apropos hässlich. Was hat das Ding gesehen? Ich weiß nicht, was das Pummeluff gesehen hat. Aber es war scheinbar so furchteinflößend, dass es Dementorana dazu gebracht hat, einen Sub rauszuhauen aus purer Angst. Dankeschön, dass du Ginger einen Sub geschenkt hast. Mal gucken, ob sie es irgendwann mal mitkriegt. Dann kann sie auch Pikas posten. Dankeschön. Ich versuche es ganz schnell zu beseitigen. Vielleicht versuche ich es nicht ganz schnell zu beseitigen, aber ich gebe mir Mühe. Nee, ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung, was Emotes betrifft. Klar, ich habe immer schon gerne ab und zu so ein bisschen gezeichnet, aber jetzt wirklich Emotes erstellt am PC und so habe ich halt nie gemacht. Und Jan war ja Partner. Und dann habe ich ja angefangen, für Jan so ein paar Emotes zu erstellen und dann später eben auch für mich. Okay, das ist in Ordnung. Du kannst deine Route nicht mehr benutzen. Wie random ist das? Hast du gerade Chris einfach einen Sub rausgeballert? Ja. Geil. Ich hoffe, er freut sich jetzt darüber. Vielleicht random, wenn er in den Chat kommt, denkt sie so: Oh, danke! Yeah, Chris ist gerade im Chat. Oh, geil. Nein. Chris ist bestimmt schwer beschäftigt gerade. Warum ist so hier kein Sub? Weil er mir sein Geld nicht geben will. Aber er gibt Jan ja schon sein Geld. Er ist ja Sub bei Jan. Also, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich hatte ja keine Erfahrung mit Emotes. Die Glückspikas. Und musste mich dementsprechend ja auch erstmal langsam rantasten an das Thema und habe das dann bei Jans Emotes gemacht und dann bei meinen. Die ersten Emotes, wenn man sich die heutzutage anguckt, im Vergleich zu dem, was ich jetzt so mache, sind schon ein bisschen krüppelig. Dementsprechend, damals sah das eigentlich schon okay, aber so im Vergleich habe ich mich schon verbessert. Muss man ja doch mal sagen. Und die ganz ersten Emotes habe ich noch versucht zu pixeln. Das war ziemlich katastrophal. Deswegen liegt die Betonung auf, ich habe versucht zu pixeln. Und dann habe ich eine neue Taktik entwickelt. Hannet, Dankeschön für 4 Monate Treue. Indem ich eben die Emotes quasi auf Papier vorgezeichnet habe, zumindest die Konturen, habe das dann eingescannt und habe es dann am PC quasi koloriert. Mittlerweile kann ich sie komplett am PC zeichnen. Also ich habe mich auf jeden Fall verbessert. Du hast was Fliegendes vorne. Also bitte nicht Kai nach vorne. Man muss sich nur zu helfen wissen, ne? Aber ich habe mich, wie gesagt, schon verbessert und mache mittlerweile alles am PC. Aber Pika, Mopsi und Frubbi von meinen Emotes sind tatsächlich noch welche, die ich auf Papier vorgezeichnet habe, weil das eben die ersten waren. Und die würde ich halt gerne überarbeiten. Einfach, dass die auch komplett am PC gezeichnet sind. Ihr werdet vermutlich kaum einen Unterschied merken, weil die Emotes einfach so klein sind. Das sieht man in groß auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, in klein würdet ihr den Unterschied vermutlich sowieso nicht sehen. Aber egal. Ich würde auf jeden Fall gern Pika, Mopsi und Frubbi einmal am PC komplett zeichnen, dass die einfach auf dem gleichen Standard sind wie der Rest. Plus auch ein paar andere Emotes noch ein bisschen anpassen. Hallo Chris. Ich muss leider gerade meinen Gedankengang fortsetzen. Du willst mich sowieso nur platt machen und wirst es nicht schaffen. Nee, ich würde halt gerne noch ein paar andere Emotes überarbeiten. Also die meisten werden gleich bleiben. Da mache ich ein paar kleine Feinschliffänderungen, aber nichts, was man wirklich sieht. Einfach nur für meinen Perfektionismus. Aber die drei würde ich auf jeden Fall nochmal neu zeichnen wollen. Oder habe es schon getan. Und es gibt noch ein paar andere, die ich halt gerne noch ein bisschen anpassen würde. Werde ich aber noch nichts zu sagen, weil ich erstmal gucken möchte, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, die meisten Emotes werden gleich bleiben. Die kriegen nur ein kleines Makeover, was man wahrscheinlich sowieso nicht merkt. Und da bin ich aktuell wirklich dabei, dass die vielleicht bis zur Stream Week fertig sind. Zumindest, dass die alten Emotes überarbeitet sind. Das wäre mir schon mal wichtig, weil dann kann ich nämlich einmal alle Emotes rausknallen und alle wieder reinknallen. Und ja gut, die neuen werden vermutlich nicht bis zur Stream Week fertig sein, weil ist ja nicht mehr so lange bis Ende Oktober. Aber die können dann quasi ja auch nachträglich noch eingefügt werden. Muss ja nicht sofort sein. Aber ich möchte eigentlich schon gerne einmal alles überarbeitet haben. Und dann im Anschluss wirklich die 2 Slots, die wir jetzt haben, dann auch zu füllen. Deswegen, es wird noch ein bisschen dauern, bis die neuen Emotes wirklich drin sind.
weil das andere jetzt erstmal Priorität hat. Aber ich habe es nicht vergessen. Ich habe auch schon Ideen dafür. Es ist auch schon alles in Planung und irgendwie in Arbeit. Ist jetzt nicht so, dass ich nichts mache aktuell. Nur wie gesagt, jetzt gerade wird erstmal alles überarbeitet. Und ganz zum Schluss kommen dann die neuen Sachen. Deswegen hatte ich halt auch das mit den, es fehlen nicht mehr so viele Subs bis zum nächsten Slot gesagt. Falls man den gegebenenfalls nämlich auch noch freischaltet, dann kann ich das nämlich auch noch hinten dranhängen und dann auch noch fertig machen. Also wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, bis die neuen Emotes kommen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts machen würde. Bin da schon halbwegs fleißig. Aber ihr müsst da jetzt auch keine Angst haben, dass euer Lieblings-Emote plötzlich anders aussehen wird. Also unterm Strich wird es vermutlich eher so sein. Punkt. Unterm Strich wird es dann eher so sein. Punkt. So. Vielleicht sind die Pikas ja durch, bis ich Chris platt gemacht habe. Der fühlt sich jetzt, glaube ich, auch hart verarscht. Wo kommen die Pika-Sounds her? Ach, Kuro. Habe ich dich damit jetzt getriggert mit der Aussage? Das war gar nicht meine Intention. Und wenn, dann hätte ich gedacht, okay, hier mal jemand und da mal jemand. Nicht, dass eine Person ballert. Aber ja, da kam die Sub-Bombe. Dankeschön, Kuro, dass du, ich glaube, 28 Stück mal eben rausgeballert hast. Damit hast du jetzt deine. Ballern ist der einzig richtige Begriff dafür. Jo. Pika stirbt gar nicht. Noch nicht. Es ist noch stets bemüht. Ich muss gleich mal gucken, ob es jetzt wirklich das Emote ist. Was? Ich hab das jetzt nachgeguckt. Hast du gerade in meinem Dashboard nachgeguckt bei dir? Ja. Punkt genau. Drei drüber. Dadurch, dass vorher meiner kam und noch ein anderer hier sah. Ja, gut. Ja, gut. Hätte sich das auch erübrigt. Und drei Emote-Plätze noch frei. Joa. Dankeschön, Kuro. Das ist voll lieb. Dann können wir jetzt aber zum Captain gehen. Sub-Bombe einmal fertig. Chris habe ich nebenbei auch vermöbelt. Gut, ich habe ihn vielleicht ein bisschen ignoriert. Aber ich war gerade so im Redefluss. Wir wussten sowieso, was er gesagt hat. Es geht mir gar nicht gut. Ich weiß nicht, warum ich fremden Leuten den Rücken massiere, weil sie Magenschmerzen haben. Mir würde es nicht helfen, wenn ich Magenschmerzen habe, aber okay. Ihr habt's gehört. Zwei weitere Emotes für noch 100 Subs. Mhm. Rubbel, schrupp. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Ich dachte, ich sehe den Pilz mit Augen auch. Oh, stimmt, ich habe ja keinen Platz mehr für weitere Items. Ups! Guck mal auf den Stuhl oben links. Siehst du den Toad? Stimmt, es sieht aus wie so ein Toad. Quasi die Sitzfläche ist der Pilz und die Beine sind das Toad-Gesicht. Ja, ich sehe es auch. Ich hatte als Kind eine Freundin, die das auch gespielt hatte. Was war das hier? Donnerwelle. Warum? Warum? Warum nicht? Gib's ihm. Ich soll jetzt alle... Okay. Total bescheuert, einem Fleckmon Donnerwelle beizubringen, aber ich brauche gerade einfach ein bisschen Platz. Luki! Danke, dass du Amaya einen Sub geschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. Und ich hoffe, du hast Spaß mit den Emotes, die du jetzt posten kannst. So, gib mir den... Muss ich dir deinen Rücken... Nein, ich muss dir den Rücken schon wieder massieren, nur weil ich keinen Platz hatte. Ich kotze weiter, massier weiter. Ich fühle mich ausgenutzt. Was? Alex kann zerschneiden? Das war die Donnerwelle. Ob er mit der Donnerwelle auch Bäume zerschneiden kann, weiß ich nicht. Ich hatte eine Freundin, das wollte ich sagen. Die das hat dann... Oh. Oh, die hat dann gemeint, sie wäre ohne Zerschneider von der MSN gegangen und dann wäre die abgefahren und sie hätte den Zerschneider nicht holen können und das Spiel kaputt gemacht. Habe ich damals geglaubt. Würde ich aber heutzutage sagen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Nein. Außer du cheatest da irgendwie. Sie hat geflunkert.
Immer dieser Gen 1 Beutel, schrecklich. Wir sind auch einfach verwöhnt mittlerweile. Ja gut. Ja. Die Krallen dafür. Schon. Vielleicht sogar eher Melly. Weil was kriegt denn Melly denn noch? Ein Schaufel und ein Schlitzer. Hat sie. Punkt. Und Erdbeben vielleicht noch. Die Erdbeben lernen kann. Meinst du nicht? Moment. Die Sache ist halt auch, wir fangen ja... Melly ist richtig hyped. Die sind alle richtig hyped, wenn man sie auswählt. Okay, kein Erdbeben lernen. Nee, Du hast einen Schaufler. Die Sache ist, nach Major Bob fangen wir ja noch zwei Pokémon. Und dann müssen wir ja zwei Pokémon, die wir jetzt im Team haben, ablegen, um die neuen Teammitglieder mitnehmen zu können. Und dann wäre es vermutlich halbwegs smart, weil Jan ja sowieso immer im Team bleibt, die Pokémon aus dem Team zu nehmen, die schon am längsten mit dabei sind. Und das wäre unter anderem Yuna. Wenn ich jetzt Yuna Zerschneider beibringe, komme ich aber nicht zum Felstunnel, weil ich sie abgelegt habe. Deswegen wäre es in dem Fall tatsächlich schlauer, das Melly beizubringen. Übrigens, du brauchst Melly nicht Erdbeben beizubringen, weil in Gen 1 Schaufler die gleiche Stärke hat. Praktisch. Dann muss Melly zerschneiden. Ich wüsste auch gar nicht, was Yuna machen würde, wenn sie so einen Baum vor sich sieht. Ihn ansabbern und dann ätzt er weg. So, dann bitte einmal den Sandwirbel weg. Hier, die Animation ist echt so. Hier, hier Coach, hier, Attention, notice me Senpai, nimm mich. Das ist schon süß. Ich werfe mit Blättern. Ich bin dafür, du sabberst einfach. Sie niest einmal, dadurch fliegt die ganze Rotze einfach auf den Baum drauf und der ätzt einfach weg. Das wird es sein. So, bereitet... Daher sollte Yuna immer aufpassen, wenn sie niest. Bereitet eure Taschentücher vor, wir müssen winken. Arrivederci, da geht das Schiff hin, es geht für immer. Außer du glaubst den Gerüchten, dass nach einem Jahr Ingame-Zeit das Schiff wieder zurückkommt und du wieder die MSN besteigen kannst. Ich möchte betonen, Jan und ich haben gerade wirklich die Wir-wackeln-mit-dem-Taschentuch-Bewegung gemacht. Wie sich das gehört. Oh, was auch immer Leo da versucht hat zwischenzeitlich. Ach schön. Das heißt, wir gehen jetzt in die Arena. Und dann durch Dicktas Tunnel. Und dann sind wir hier in der Ecke auch erstmal fertig. Das ging jetzt halbwegs flott tatsächlich. Ja, aber ganz ehrlich, wenn damals diese Gerüchte zustande kamen, sei es Miu unterm LKW oder die Starter hinter Bills Haus oder die MSN oder so, das widerlegt ja auch keiner. Natürlich glaubst du das erstmal. Heutzutage kannst du einfach im Internet nachgucken. Auch gewisse Dinge. Ich dachte auch damals, der Pokerus wäre was voll Schlimmes, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und ich habe immer falsch verstanden. Ich dachte, mit Pokerus würden die Pokémon mehr Erfahrungspunkte geben. Hm. Weil es immer heißt, die wachsen damit schneller. Das klang immer voll so. So. Eigentlich müsste ich ja Alex und Kai vorschicken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das klappt nicht so gut. Deswegen machen wir jetzt den Melly Solo Run und danach darf sie erstmal den restlichen Stream nichts mehr machen. Ach ja. Das ging ja nicht. Mit anklicken. Wobei, halt, Kommando zurück. Ich gehe erstmal Items ablegen, sonst kann ich meinen Donnerblitz ja gleich gar nicht mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt das energische Klicken gehört. Da. Ja, ich habe Zugriff. Ablegen. Die brauche ich noch. TM1. Ich lasse die TMs erstmal noch mit. Die kann ich verkaufen oder den neuen Teammitgliedern beibringen. Das Bootsticket brauche ich jetzt auch nicht mehr. Was sind denn offene TM? Mega-Heap, glaube ich. Einfach mal ein Eibling geben. Ja, die Angel kann weg. Boah, das war immer wieder umlandet, ne? Den Radkupon brauche ich noch. Der Top-Trank kann erstmal weg. Boah, ist das spannend. Äther. Wir sind echt verwöhnt, das stimmt. Aber der Beutel hier fasst halt auch
nicht so sonderlich viel. Das sind so Dinge, als ich damals Pokémon Gelb Let's Played habe, schon ewig her, 2013, da habe ich das immer offscreen gemacht, weil es einfach so lang gedauert hat. Not like this. Ja! Tatsache ist, der Beutel und die Tatsache, dass ich hier die Büsche nicht anklicken kann, das triggert mich viel mehr, als dass ich keine Turbo-Treter habe. Dass ich keine Turbo-Treter habe, stört mich tatsächlich gar nicht so sehr. Weil ich finde, er kommt auch so eigentlich halbwegs flott voran. So, beste Arena des Spiels! Also, wisst ihr, wenn ich an eine Elektro-Arena denke, dann denke ich an die von Malvenfroh. Mit diesen nicht sonderlich schweren Rätseln, aber zumindest mit den Blitzen. Oder ich denke an die Arena von Sonneweg. Ebenfalls mit den Blitzen. Und nicht unbedingt an Mülleimer. Ich meine, mir ist klar, dass sie begrenzte Kapazitäten hatten und Möglichkeiten und so. Boah, der Boden ist aber auch ganz schön anstrengend. Guckt nicht zu lange auf diesen Fußboden. Da kriegt ihr irgendwelche Augenkrämpfe von. Aber warum Mülleimer? Die in Raiono ist sowieso noch mal extra klasse. Ich meine, ich gebe zu, was so eine große Bühne oder Achterbahnen mit Elektro zu tun haben. Weiß nicht. Oder die von Illumina mit dem Quiz. Nicht unbedingt so elektrisch geladen. Aber die waren zumindest schön. Das Raichu hatte ja, glaube ich, Level 27 oder so, ne? Dann kann Melly ruhig noch ein bisschen Training gebrauchen. Ich bin ein Fliegengewicht. Okay. Schön für dich. Noch keine Schwebe. Gott sei Dank nicht. Manches ist dann doch ein bisschen praktisch. Ich sag mal so, sie haben ja in den neueren Gens auch so ein bisschen damit angefangen, so, den Arenaleitern ein bisschen mehr Persönlichkeit zu geben. Dass die nicht wirklich nur in ihrem Kabuff da rumstehen und eigentlich nicht existent sind, sondern dass die tatsächlich auch ab und zu mal außerhalb von ihrer Arena auftreten oder ein paar Hobbys haben oder sonst irgendwie relevant sind. Und deswegen, im Fall von Raiono, die ist ja auch wirklich ein Model und deswegen passt die Arena schon, nicht unbedingt zu Elektro, aber zumindest zur Leiterin selbst. Was mir die Mülleimer bei Major Bob sagen sollen, weiß ich nicht. Wie, Mellys Attacke ging daneben. Mädel, das versuchen wir bitte nochmal. Danke. Oh, Melly, treff mal. Treff mal besser. Ich wusste gar nicht, dass Schaufel daneben gehen kann. Jeder Attacke kann daneben gehen in der ersten Gen. Das stimmt auch wieder. Was bedeutet Wachdienstteam? Das ist recht einfach erklärt. Wir haben nämlich auf unserem Discord-Server den sogenannten Wachdienst. Das sind nämlich prinzipiell einfach unsere Moderatoren, die eben aufpassen. Und einfach als kleine Hommage an diese Leute benennen wir unsere Teammitglieder nach diesen Leuten. So wie Melly ist zum Beispiel ein Mod auf Discord und alle anderen Teammitglieder auch. Hat jetzt nicht wirklich so viel was damit zu tun, dass wir irgendwie eine Challenge oder so haben. Ist einfach nur, ja, für ein bisschen Abwechslung. Dass die sich quasi Pokémon ausgesucht haben und die musste ich dann auch ins Team nehmen. Aber in der ersten Gen kann man halt auch nicht so extrem viel Variation ins Team bringen. So. Irgendwer hat hier Voltoball wirklich gern gehabt in dieser Arena. Merkt das schon. Und tschüss. Das war sogar ein Crit. Okay. Und Melly nur so, war da irgendwas? Kriegt sie das Magnetilo jetzt auch noch hin? Ich denke schon, oder? Wenn ich einfach einmal Schaufler mache, sollte das ja eigentlich gegessen sein. Gut. Ich sag ja, Melly Solo Run. Aber ich glaube, egal ob du wirklich ein
Sandama hast oder ein Diktri. Vor allem Diktri kannst du ja in Diktas Höhle auf Level 28 oder so auch direkt fangen, wenn du Glück hast. So oder so, du kommst hier so gut durch. Ich habe es früher tatsächlich nie gemacht. Ich habe es meistens mit meinem Bisasam einfach gemacht. Das hat auch halbwegs funktioniert. Ich weiß gar nicht so genau, warum ich nie einen Sandan dabei hatte. Ich mag es eigentlich sehr gerne. Huch, Luki, danke schön, dass du Pokefan auch einen Sub geschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. Geschenk-Sub-Hype. Ich hatte auch überlegt, ob wir eventuell das Eclair Be Right Back in Eclair Sub umbenennen, weil, naja, es ist ja eigentlich dafür da, wenn ihr kurz mal weggeht, euch was zu essen holt oder so, dass ihr es quasi posten könnt nach dem Motto, hey, ich bin mal kurz weg. Aber deswegen ja Be Right Back. Aber ich denke mal, Sub würde ja genauso gut passen, weil ihr quasi einen Substitute hinterlasst und ne, dann weggeht. Und man könnte es dann dementsprechend auch ganz gut für den Sub-Hype benutzen. Und es wäre leichter zu schneiden. Zu schneiden? Was? Zu schreiben. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich hatte mal überlegt, ob man es vielleicht umbenennen könnte. So. Bevor wir uns jetzt allerdings diesem super, super tollen Rätsel stellen, muss ich mich erstmal mental vorbereiten. AKA, ich werde die Schweinchen jetzt eben kurz füttern. Nochmal kurz was für den Magen vermutlich auch nehmen. Und dann können wir die Mülleimer durchforsten. Yay. Und uns Major Bob stellen. Und dann auch die neuen Teammitglieder. Boah, ich kann das nicht. Ich muss mich draußen hinstellen. Das macht mich kirre. Und die neuen Teammitglieder fangen. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier ein kurzes Päuschen, bevor Makoto gleich wieder loslegt drüben. Und dann geht's gleich weiter.